Ich rufe zusammen Kampf in die blaue Ecke. Aus Berlin, Marcel Gierke! Jetzt, liebe Busfreunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass es im Maritim Hotel allen laut werden dürfte. Nicht nur mit Applaus, sondern jetzt darf man sich von den Plätzen erheben. Make it his way to the ring, into the red corner. Welcome, Lito Lucas! Wir befinden uns im vorletzten Kampf vor der IBF Junioren WM. Der Kampf ist auf 4 Runden angesetzt. Im Mittelgewicht zwischen Lelito Lopez Lopez und dem Berliner Marcel Gierke. Runde 1. Lopez bestreitet heute hier seinen zweiten Profikampf gegen einen äußerst unangenehmen Gegner. Marcel Gierke stand schon mit Alexander Abraham und anderen Top-Leuten im Ring und hat vielen das Leben schwer gemacht. Ja, er macht das ganz gut hier, der Lelito Lopez. Stimmt das Geschehen? Bleibt auf Distanz.
Lopez hier ganz schlau, sich nicht auf eine Keilerei mit Marcin Gierke einzulassen. Bereitet hier vorsichtig vor. Ja, Marcin teilt sich ein, da kam normalerweise immer der Aufwärtshaken. Ja, taucht unten durch, indem man ein. Ausgerutscht. Bedankt sich bei Gierke, dass er die Situation nicht ausnutzt. Muss aufpassen, der Kollege Lopez, dass er den Marcin Gierke hier nicht aufkommen lässt. Lopez mit den weiß-schwarzen Handschuhen. Er ist erst 19 Jahre alt. Marcin Gierke ist 29 Jahre alt. Provoziert. Marcin Gierke lässt sich hier nicht beeindrucken. Der Sportler mit den schwarz-orangenen Handschuhen, ein gutes Auge und versucht hier erstmal ruhig über die Runde zu kommen. Ja, das kostet Kraft bei Lopez. Und Lopez überstürzt hier nichts, bleibt ruhig. Wartet auf seine Gelegenheit, um dann zu treffen. Sehr talentierter Junge. Hat hier die Halle hinter sich. Zu Recht. War es ja ein bisschen unsauber. Ellbogen und Innenhände dabei, aber muss auch aufpassen. Marcin Gierke ist immer mal wieder. Da kommt er gut durch. Und damit Haken gut durch. Marcin Gierke kurz in Schwierigkeiten. Oh, da geht er runter. Marcin Gierke wird angezählt. Lopez-Ecke außer Rand und Band. Der Boxer selber bleibt ruhig. Und er setzt es ja gleich fort. Das könnte sein, dass er nicht über die Runde geht.
Jirke muss sich jetzt bewegen. Darf sich nicht mehr stellen lassen. Aber Lopez kommt wieder mit schweren Haken durch. Noch 10 Sekunden. Gierke aussteigt und der Trainer signalisiert Ende des Kampfes, wird keine dritte Runde geben. Damit hat hier der als 19-jährige Lito Lopez eine wirklich gute Vorstellung gezeigt. Kai, was sagst du? Ja, junger, talentierter Bursche, hat natürlich auch einen Haufen Amateurerfahrung, war ja in Halle jahrelang und hat trainiert bei Kämpfe, Lützkämpfe. Und auch ein super Trainer und in Halle und überall bei deutschen Meisterschaften dabei gewesen. Er hat einen Haufen Erfahrung als Amateur. Und von daher hat er sein Können unter Beweis gestellt. Und Marcel Dirk ist natürlich nach vorne Haudegen, sag ich mal. Aber letztendlich hat er gut geknackt. Und ja, kann man, denke ich, mit Begeisterung in nächster Zeit weiterverfolgen. Lolito Lopez seine Karriere. Ne? Hat ja auch mit Dario Sparring gemacht, habe ich ja schon ein paar Mal gesehen und noch vorher aus Amateurzeiten kenne ich noch. Also guter Junge. Das ist ein Junge, von dem man wahrscheinlich noch einiges sehen kann. Also ich sehe ihn jetzt schon. Also nach so wenigen Kämpfen ist der hier durchaus auf einem Niveau von einem deutschen Meister. Auf jeden Fall, genau. Sieger durch TKO nach einer Sekunde in Runde 3 im Unterecke.